willkommen zum ersten richtigen Urlaubsvideo und damit zum zweiten Video überhaupt hier auf diesem YouTube-Kanal. Ja, heute ist jetzt also tatsächlich der 22.12. und damit genau ein Tag vor Beginn unserer Weltreise mit der MS Atania. Ja, im Prinzip ist auch das Wesentliche soweit fertig, das heißt konkret das Gepäck ist fertig, ich habe mich auch von den meisten Leuten schon verabschiedet und ja, von daher steht jetzt für heute eigentlich nur noch das Abholen vom Mietwagen auf dem Programm und ja, den ein oder anderen kleinen Einkauf muss ich dann nachher noch kurz tätigen. Mietwagen. Es hat zum Glück alles gut geklappt. Wir waren nämlich etwas spät dran und ja, ursprünglich hatten wir auch eigentlich ein kleineres Auto, aber jetzt haben wir sogar einen VW-Bus, also von daher dürften wir mit dem Gepäck keine Probleme kriegen. Angekommen und waren auch schon kurz am Schiff, haben die MS Atania auch schon gesehen, die Koffer abgegeben, das war alles eine Sache von 5 Minuten. Sind jetzt gerade noch beim Zurückgeben vom Auto und laufen dann ja, zum Schiff und checken ein. Wir sind jetzt auf dem Schiff und suchen jetzt mal unsere Kabine. So, das ist jetzt die Kabine. Ja, klein, aber so wie wir es uns vorgestellt haben eigentlich. Ich habe jetzt nicht mehr ganz so viel gefilmt, weil es jetzt doch noch ein bisschen stressiger war. Wir waren gerade bei der Rettungsübung und jetzt geht's los und dann schauen wir mal, wenn wir ablegen aus Hamburg.
Ja, heute ist der 24.12. und damit ja einerseits eben Heiligabend, andererseits aber auch der erste von drei Seetagen am Stück. Ja, und ich habe im Prinzip heute auch nicht wirklich was gemacht, sondern den Tag fast ausschließlich auf der Kabine verbracht, weil, wenn ihr mal da rausguckt, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber wir haben doch etwas Seegang. Also es sieht jetzt eigentlich auch gar nicht so schlimm aus, aber ja, mir reicht es halt eben schon. Also ich habe jetzt hier auch da diese Übelkeitsarmbändchen dran und naja, jetzt hoffe ich einfach, dass es vielleicht ein bisschen nachlässt und heute Abend wir doch noch ein bisschen Weihnachten feiern können. Aber ich wollte euch eigentlich ja jetzt erstmal die Kabine zeigen. So, das ist jetzt der Blick in unsere Kabine. Wir haben die Außenkabine mit Sichtbehinderung. Also konkret heißt es jetzt, wenn man hier rausschaut, dass eben dieses Rettungsboot vor uns am Fenster hängt. Aber wir sind echt total positiv überrascht, dass man halt doch so gut raussieht. Also ja, wir haben auch echt gut Tageslicht, von daher alles gut. Dann, ja, das sind eben so ungefähr 15 Quadratmeter, glaube ich. Bestehend aus einem Schreibtisch mit einem Schreibtischstuhl. Dann haben wir hier unten noch so ein bisschen Stauraum mit drei Schubfächern. Auch hier rechts und links können wir noch unsere Sachen unterbringen. Da vorne ist die Garderobe. Dann haben wir den großen Spiegel. Ja, zwei Schränke. Also wir haben unsere Sachen gerade so untergebracht. Und eben zwei Betten, beziehungsweise diese zwei Betten, die werden tagsüber wohl normalerweise immer in Sofas umgebaut. Aber wie gesagt, ich war ja jetzt heute viel in der Kabine und es ist jetzt dann gleich ein Bett geblieben. Und hier haben wir dann auch noch den Fernseher. Dann zeige ich euch auch mal noch kurz das Bad. Ich hoffe mal, dass man es von hier aus auch alles gut erkennen kann. Besonders hervorzuheben finde ich hier wirklich diesen Schrank, der da hinten in dem Spiegel integriert ist. Also auch da kann man nochmal Sachen unterbringen. Dann direkt nebendran das Wichtigste, der Vergrößerungsspiegel. Das ist ja auch nicht immer ganz selbstverständlich, dass sowas da ist. Und dann haben wir noch eine wirklich, wirklich große Dusche. Also ich glaube, ich habe noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff bisher so eine große Dusche gesehen. Ja, mir geht es inzwischen ein bisschen besser. Ich habe jetzt auch eine Tablette genommen und heute ist ja Weihnachten. Von daher schauen wir jetzt mal, was auf dem Schiff hier heute noch so los ist. Und ich bin vor allem sehr gespannt aufs Weihnachtsmenü. Ja, wir kommen jetzt gerade vom Abendessen und es hat einfach richtig lecker geschmeckt. Und hier auf der Kabine haben sie jetzt noch so ein paar Plätzchen für uns auf die Kopfkissen gelegt. Richtig schön. Eine Flasche Sekt haben wir auch schon gekriegt. Also man merkt, dass Weihnachten ist. Thank you.
jetzt schon den Abend des zweiten Seetags und damit den Abend des ersten Weihnachtsfeiertags. Ich habe jetzt heute tagsüber leider gar nichts gefilmt, weil ich den ganzen Tag auf der Kabine war. Also es schwankt hier wieder ordentlich. Wir sind gerade im Golf von Vizcaya, da schwankt es häufiger mal. Und ja, ich komme damit halt nicht so gut klar. Aber anscheinend ist heute erst das Gala-Abendessen oder das Weihnachtsgala-Abendessen. Und ja, von daher habe ich mich jetzt aufgerafft und werde jetzt mal schauen, wie lange ich durchhalte und gehe auf jeden Fall mal mit. Vom Abendessen wieder zurück und es war dann tatsächlich heute erst das richtige Weihnachtsgala-Abendessen und ja, es hat auf jeden Fall sehr, sehr gut geschmeckt. Für morgen sind wieder ähnlich hohe Wellen gemeldet wie heute, von daher gehe ich davon aus, dass ich morgen auch nicht so viel filmen würde und werde deshalb das Video jetzt hiermit schon beenden und ja, freue mich dann aufs nächste Mal.